Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge First Fuel hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen jetzt hier immer noch ein bisschen was umbauen, einbauen und versuchen, dass die Leute hier ein bisschen klarkommen mit der Materie. Ich würde ganz gerne irgendwie diese Bäume hier zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das kann oder... Also... Height unavailable... keine Ahnung. Ach, da könnte man gucken, was es sowieso alles mal noch gibt, ne? Gut, also bei Produktion, weil wir haben... Workbench for Weapons, das haben wir schon. Workbench für Tools. Stone Tools, Stone Tools, das haben wir schon. Light Armor, Heavy Armor haben wir noch nicht. Wash Tube, Improved, die haben wir auch noch nicht. Also da gibt es sicherlich noch ein paar bessere. Alles klar, okay. So, aber ich würde ganz gerne mal sehen, ob ich durch Building das hier wegkriege. Moment, nochmal Basic, Dekor, ich möchte hier ganz gerne einen Wooden Floor hinsetzen, sonst geht nicht, ne? Ne, gut. Das heißt also, wir müssen dann, oh, das ist ja natürlich fieslich, unsere Gebäude auch noch ein bisschen danach planen, wie hier der Wald steht. Wir können den Wald nicht roden. Muss doch auch irgendwie gehen, oder? Egal. So, wir machen jetzt erstmal hier das nächste Gebäude. Das war die falsche Taste. Jo. Bild. So. Steuerung. So. Ist dahin. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dann da runter. Hier rüber. So. Das wird das nächste Produktionsgebäude. Mach das wirklich nochmal mit Holzwänden. Nicht böse sein. So, dann machen wir hier denn die Wand wieder dicht. So, dann müssen wir das hier drehen schon einmal. So, schön hingebaut. Bisschen diese Ecke rein hier. So, da kommt die Tür hin. Ah, da. So. Und dann brauchen wir jetzt Building Door. Rotate. Ach, da war sie schon richtig. So. Da kommt die Tür hin. So, gut. Das kann dann hier erstmal gebaut werden. Das wird das nächste Produktionsgebäude. Mit einem Gang ringsrum, klar, logisch. Wir werden jetzt noch die Farm ein bisschen erweitern, damit unsere Farm ein bisschen mehr zu tun hat, damit wir noch ein bisschen mehr Getreide kriegen. Damit das vielleicht mit dem Nahrungsmittel ein bisschen besser funktioniert. Werkzeuge muss ich auch wieder in Auftrag geben anscheinend. So, und zwar, weil wir nichts anderes können außer Weizen, machen wir natürlich... hätte man natürlich jetzt auch die Taste mal gedrückt halten können hier, die Steuerungstaste. Machen wir hier 9er Blöcke mit Weizen. Und dann machen wir gleich noch ein paar mehr. Einfach nur, weil wir es können. So. So. Und dann setzen wir hier noch mal ein Leuchtfeuer dazwischen. Basic. So, damit er hier ein bisschen sich wohlfühlt. So. Unser Farmer soll sich wohlfühlen. So. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir nicht eventuell mal ein Geweg gebaut kriegen. Mit den ganzen Steinen. Das könnte mich nochmal interessieren. Bauen. Achso, das ist das hier, ne? Stonehouse bauen. Ah ja, okay. Da haben wir auch schon ein bisschen was. Hier haben wir schon ein bisschen was. Da müssen wir weitermachen, dass wir da wieder hinkommen. Sieht es beim Equipment aus? Okay. Ah ja, Equipment. Da wollte ich auch nochmal ganz kurz einschreiten und sagen, wir machen mal noch 5 davon. 5 davon. 5 davon. Da sind noch 2 in Produktion. Gehen wir mal auch auf 5. Und die gehen wir auch mal auf 5. Da müssen wir mal ein Armory Heini mal machen, aber da brauchen wir wahrscheinlich Unmengen. Was braucht man dafür? Wollzeugs. Runde Wolle. Wolle Rose kaufen. So. Achso, ich kann hier erstmal mein Erz ablegen. Haben die Kiste jetzt hier wieder ein bisschen ausgeräumt? Oder das liegt jetzt einfach hier drin, ne? Doch, haben sie ausgeräumt. Ah, sehr schön. Manchmal sind sie auch brav, die Leute hier. Die ist jetzt vollgemüllt.
sind die Kiste jetzt vollgemüllt. Ach, Leute. Filters. Disable all. Wir möchten hier nur runden Zeugs haben. Safe. So. Ich glaube, ich muss noch ein paar Universalkisten aufstellen irgendwo, aber. So. Ach ja, ich wollte erstmal die Küche hier reparieren. Dass das irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Also erstmal finde ich ja, dass das Gebäude zu groß ist dafür, aber okay. Die Kisten sehen immer so aus, als wenn sie schweben würden. Hier ist auch ein bisschen Rüstung drin. Leder ist hier auch schon drin gelandet, okay. Da ist auch noch was immer zu Pouch. Dass die rumräumen, tun sie ja genug, ne? Also da ist ja hier immer viel zu tun. So, Steak kann er noch 5-mal machen und Porridge kann auch noch 6-mal machen. So. Ich würde das ja gerne abreißen, aber ach, lassen wir erstmal noch. Wir machen erstmal da oben machen wir den Janitor Room. Also das war hier das Werk, den Workbench for Tools. Workbench for Weapons. Wo ist denn dieses Joiner Workbench? Die wollen wir dann, die erweiterte bauen wir hier oben rein. Das quasi das ganze Holzverarbeitungsgelumpe hier oben reinkommt. Da kriegen wir da auch eine Kiste rein, machen für Wood. Und naja, mal gucken. So. Zumindest ist das so geplant. Da haben wir schon wieder Wood drin und hier, das suchen wir eigentlich. Wir wollen ein bisschen Wolle machen. Wir wollen Wolle machen. Ach Gott, jetzt haben die hier schon wieder alles mit Steine vollgemüllt. Aber warum denn das? Danke. Ja. Und die Steine einmal ganz kurz alle draußen. Ach Mensch, Leute. Wir haben noch extra Fässer dafür. Ich hab doch extra ein Fass dafür gemacht, wo nur das Zeug reinkommen soll. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Haltet doch mal Ordnung hier. Was seid ihr denn so schwer? Das ist wieder einer alles rausgenommen. So ein Quatsch. Da haben wir extra einen Fass für Steine. Und ihr räumt das immer wieder da in diese blöde Kiste rein. Kann man die nicht irgendwann sagen, wie sie das handhaben sollen? So. Das scheint ja andauernd immer irgendeiner alles rauszunehmen und wieder reinzulegen, ne? Wieso blinkt das immer so komisch? Das macht mich natürlich auch ein bisschen nervös, aber na gut. Das ist dann erstmal so. So. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Bettenbauprojekt da oben aus? Da brauchen wir noch Tricke ohne Ende und diese Wolle auch ohne Ende. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Wolle ohne Ende. So. Dann machen wir hier erstmal Wolle ohne Ende. So viel wie geht. Jeder Stack bringt uns als 3. Das hilft uns genauso. Hilft uns wahrscheinlich überhaupt nicht weiter, ne? Wir selber müssen noch mal ein bisschen. Oh, ich muss mal schnell irgendwie gucken, wo ich irgendwo Nahrungsmittel herkriege. Es sind gerade keine vorhanden. Das sind gerade keine vorhanden. Muss ich mir selber noch Porridge machen jetzt hier schnell, oder? Habe ich keinen Koch mehr eingestellt? Scheine keinen Koch mehr eingestellt zu haben. Also erstmal nehmen wir das. Geh mal hier hin und craften erstmal für uns. So. Wie soll ich denn keinen Koch mehr eingestellt haben? So. Moment. Das überprüfen wir mal ganz kurz. Wir haben Woodcutter. 2 Stück, ne? Farmer, Bilder, Woodcutter. Ja, haben wir nicht mehr. Alles klar. Dann wird der eine Woodcutter jetzt hier zu diesem hier. Der macht ja auch die Nahrungsmittel. Gut. Mann, Achim. Da haben wir ja schon wieder ordentlich, ne? Ordentlich Mist gebaut. So, dann hauen wir uns das erstmal rein. Dann werden wir hier ein bisschen. So. Damit unser Mann für die Bautätigkeiten jetzt Wolle vorfindet, um Dinge zu bauen. Damit die Betten oben fertig werden. Und er bildet hier mit der Keule. Ach du grüne Neune. Muss man wieder Tools machen. Kann ich auch selber machen, schnell mal. Muss ich mal Bilder-Tools 2-3 Stück bauen. So. Ich hoffe, dass der jetzt schnell auf die Idee kommt, auch wirklich das zu machen, wie wir das wollen. So. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Steine und ein paar Stöcke. Stöcke hätten wir hier, Steine hätten wir auch hier. So, komm mal her.
Pickaxe drin. Pickaxe haben wir also genug. Keulen haben wir auch erstmal genügend. Reicht für den Anfang, aber wir brauchen erstmal ein Builders Tool. Craft. Müssen wir unseren Bilder erstmal zur Verfügung stellen. So, haben wir eins von gemacht. So, legen wir da erstmal rein. Dann brauchen wir. Craften wir noch eine Axt schnell hinterher. Und meine Sichel brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Noch hat er eine, aber. Komm, Craft geht nicht, weil mir fehlt. Und wurden Stick oder was. So, dann machen wir hier nochmal eine Axt rein. Dann. Achso, die Wolle kann ich denn hier nochmal reinpacken. Da ist unser Bilder hier gut mit losgelaufen. So. Oder sind wir da raus? Dann machen wir noch so eine. Warum ist das jetzt hier leer mit Wood? Okay, interessant. Und dann hier nochmal. Achso, Quatsch. Ah, Craft. So, dann müssen nämlich oben irgendwann mal unsere Betten fertig sein. Dann kann ich hier erstmal schon wieder ein bisschen mehr abreißen. Das könnte zu groß gebaut sein, aber wir werden sehen. Wir müssen Bretter wieder herstellen, sehe ich gerade. Nahrungsmittel kommen jetzt wieder, gut. Warte mal, da können wir wahrscheinlich nochmal. So einstellen, so. Wir müssen bei unserem Farmer, Porridge macht er jetzt ohne Ende, sehr gut. Achso, wir sind fertig hier. Kann ich wieder Wolle ablegen. Wolle, Wolle, Wolle. Deine kann ich hier wieder einsammeln. Die gehören da wirklich noch nicht rein. Also warum die nicht ins Fass bringen, das verstehe ich nicht. Muss ich den nochmal irgendwie beigebogen kriegen, dass sie das bitte schön ins Fass legen hier, ne? So. Und ich wollte ja mal ganz kurz dekormäßig. Ne, nicht eine Wand. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Wir wollten hier so einen Floor machen. Mal ein bisschen was bauen mit Stein. Einfach nur so einen Weg hier lang. Vielleicht hilft das ja, dass sie hier ein bisschen schneller gehen dann oder so. So ist eine Art, hoffe ich jedenfalls. Geht das auch gleich zum Bauen ran? Weiß ich gar nicht. Wir nehmen uns jetzt noch wieder Stöcker. Ich glaube, wir müssen selber erstmal welche herstellen wieder oder welche herstellen lassen. Da könnte jetzt nämlich schon langsam aber sicher wieder ein bisschen was. Hier dann Bretter. Ich weiß noch nicht, wozu ich die Bretter brauche, aber das wird sich bestimmt noch zeigen. Da müssen wir irgendwo auch Flachsöl machen können. Oh, hier gibt es Porridge am Ende. Warte mal. Jojo, bleib mal da drin ruhig. So, haben wir uns erstmal mit Porridge richtig schön eingegeben. Ah ja, hier waren noch Stöcker. So, dann gehen wir nämlich mal Werkzeuge machen. Nee, Werkzeuge. Da. So, und zwar machen wir erstmal eine Sichel. So, dann machen wir. Eine Axt. Achso, weil wir da draufstehen. Also auch nichts unter mir ablegen, quasi. Daher kam das jetzt gerade mit dem Not Enough Space. So, jetzt haben wir einen, haben wir zwei Teile sogar aufgenommen. Können wir erstmal eine Sichel und noch eine weitere Axt ablegen hier. So. Was für ein Werkzeug könnte man dann noch gebrauchen? So, die Sichel, das scheint er, da ist er interessiert dran irgendwie, aber auch nicht. Er ist sich unschlüssig, ne? Irgendwie ist er sich unschlüssig. Ob er sie wirklich braucht oder nicht. So, dann können wir nochmal einen so einen herstellen hier.
Und dann müssen wir mal eine Kiste quasi durchfiltern, dass die zur Werkzeugkiste wird. So, den legen wir auch mal rein. So. Und das machen wir dann mal hier mit der Kiste. Die kriegen wir nicht leer so schnell, ne? Ist ja nicht egal. So, Filters. Wir machen hier Disable All. Und sagen, hier soll Axt drin liegen, das drin liegen, das drin liegen, das. Das soll da drin liegen und das soll da drin liegen. Guck mal, hier braucht man schon Bronze. Also mit Kupfer gibt es gar kein Werkzeug. Alles klar. Safe. So. Und jetzt kommst du. Hat sich irgendeine hier gefiltert? Nicht blöd? Ich habe jetzt hier eine dieser Kiste so doll gefiltert, oder nicht? Die hier, die habe ich doch gefiltert. Habe ich auf Safe gedrückt? Ist ja überall. Hier darf erstmal nichts drin sein. So, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Safe. Na, mal gucken, ob sich das durchsetzt oder nicht. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob das klappt. So, wie sieht es da oben mit den Betten aus? Zweites ist fertig. Jetzt müssen wir Rope. Ja, alles ist mit der Rolle ist fertig. Also jetzt müssen wir ein bisschen Rope machen. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Flachs eigentlich ohne Ende. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Herrgott. So, jetzt ist natürlich hier alles wieder voll mit. Oh, mit Stöckern wahrscheinlich. Habe ich das da noch eingelegt? Ja. Okay, gut. Dann sammeln wir hier. Ich habe die ganze Stange hier reingelegt. So, dann, das ist Moonlight Grass, was man auch immer damit machen kann. Das weiß ich noch nicht. Aber wir müssen ziemlich schnell jetzt mal das Wachsplanting in Gang kriegen. So. Weil hier haben wir noch ein bisschen Flachs. Und jede Menge Getreide überall. Also eigentlich müsste es ja Porridge ohne Ende geben können. Macht ihr hier noch Porridge? Ja. Ist noch in Arbeit. Wir sind schon wieder ziemlich müde. Wir brauchen. Achso, das haben wir ja schon. Dann machen wir das jetzt erstmal. Gucken, wie viel wir davon noch kriegen. Craft. Das heißt, wir brauchen irgendwann das Pflanzen von Flachs. So, er geht erstmal da rein. Das ist schon mal gut. Ich hoffe mal, dass man darauf schneller gehen kann, dass sich das wirklich als Straße durchsetzt. So, craften wir mal. Gucken, wie viel wir davon noch kriegen. Oh Mann, nur 3 Stück. Das ist natürlich auch nicht sehr viel. Aber es ist leider so. Ja. Das kann natürlich jetzt für maximalen Blödsinn sorgen. Da bin ich mir noch nicht sicher. So. Haben wir nirgendwo mehr Flachs hier? In der ganzen Kistenwirtschaft, die wir hier haben, nicht? Da haben wir noch Flachs. Ah, guck mal, hier ist doch noch was. Ah, kriegen wir doch noch was raus. Sehr schön. So, wie sieht es hier drin aus? Das ist voll mit allen Zeugs. Da haben wir auch noch mal Flachs. Und hier mal auch nochmal Flachs ohne Ende. Das ist doch richtig Flachsen. Ja. Entschuldigung. So. Dann können wir doch hier nochmal das Zeug herstellen. Craft. Ne, ich will noch ein paar Betten kriegen. You need to sleep, ja? Ich weiß. Ich gehe auch gleich ins Bett. Und schlaf dann wieder. So. Und dann machen wir Rope aus allem, was wir da haben. Gut, dann gehen wir in Richtung You Need to Sleep und dann bauen wir dann auch schnell das eine Bett oder das andere fertig, was wir dann noch schaffen mit unserer bisschen Ausdauer, die wir jetzt haben. Viel ist es ja nicht mehr. Ah, er hat das Rope hier schon rausgenommen, okay. Und vielleicht haben wir da oben dann noch ein drittes Bett dann fertig. Mal da oben, vielleicht kriegen wir sogar ein viertes dann fertig. Ja, klopf. 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 Ach, guck mal an hier. Fast alle 5 Betten fertig. Klopf. Jetzt kann ich nicht mehr. Ja, das regeneriert sich auch nicht mehr. So, dann legen wir uns ins Königsbett. Oh, was haben wir geschafft? Wir haben unseren Acker hier erweitert. Da ist er erstmal fleißig am Arbeiten. Der Farmer hat mächtig zu tun. Porridge kann hergestellt werden. Wir haben Nahrungsmittel ohne Ende. Das haben wir mal gut hingekriegt. Wir müssen dann wieder auf die Werkzeuge gehen. Da müssen wir ein bisschen selber noch was dran machen. Die Schmiede steht. Das nächste Haus ist am Wachsen. Bretter müssen wieder gemacht werden. Es gibt unendlich viel zu tun. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und
Ich freue mich drauf, wenn ich euch morgen wiedersehen dürfte bei unserem Projekt hier in Fürsthügel. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, was wir hier aufgebaut haben. Und die Leute arbeiten, ja. Und die Angriffe kriegen wir bis jetzt auch ganz gut abgewehrt. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Gut, bis denn. Tschüss.